back so soon. I knew you would not falter. Nein, wir werden nicht schwanken, denn wir sind zurück bei Hand of Fate. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Speedy und wir werden jetzt die letzten drei Gegner angehen. Die letzten drei. Wir hatten in der letzten Folge dem Schädelkönig gezeigt, wo der Hammer hängt. Und es wird weitergehen. Wir kämpfen jetzt gegen Schuppendame. Oh. Wieso müssen es Schuppen sein? Ich wollte nur meinen generellen Unmut darüber zum Ausdruck bringen. Verfluchtes Glück, alle Chancenziehungen sind nun schwerer. Super. The great dragon queens of the lizard people are the fiercest warlords and generals. Okay, ja. Nein, möchten wir nicht. Wir werden unser Deck selbst zusammenstellen. Wir sollten eventuell ein wenig die Waffen reduzieren, um auch bessere permanent zu kriegen, aber das nehmen wir mal mit rein. Die sind alle so toll. Schild des Skelettkönigs. Why not? Verbotene Rüstung. Arr. McDermott. Na gut, das hätten wir jetzt zumindest schon mal ausgewählt. So, jetzt brauchen wir nur noch ein paar Begegnungen. Ja, Höhlenrettung würde ich definitiv mit reinpacken. Irgendwann müssen wir echt mal die Karte aus dem Deck rauskriegen. Wenn ihr eine Idee habt, wie ich die besiegen kann, ob das wirklich normal einfach geht, indem ich draufhaue, ich wäre sehr dankbar über jegliche Kommentare. So, was haben wir hier? Die will ich nicht. Den lasse ich. Der gibt uns Segen. Die heilige Schmiede lasse ich auch mal drin. Nee, das muss nicht sein. Irgendwas, was uns nicht allzu sehr ärgert. Das, ja. Und dann haben wir auch genug Karten, die uns weitere Karten freischalten. Und unser Deck ist vollständig. Ich gehe jetzt zurück und sage, Spiel starten. You will find very little success in the Queen's domain. Even fate itself turns against you here. Hilfe, sind das viele Gegner. These steps you take, none have taken before. Do you appreciate what I have built? Während des Kampfes ist die... Do you understand the elegance of the systems I have forged? Okay. As pleases you. Klingt doch gut. Jeder mit einer Axt getötete Gegner gewährt beim Spieler 3 Gesundheit. Auch nett. Und wir haben eine Axt. Uhu. Ja, in welche Richtung gehen wir? Ab nach links. Verehrt in der Wüste. Win this and claim my token. Du wanderst einsam und verloren durch eine Wüste. Wandere ziellos umher oder bete zu den alten Göttern. A choice. Select your desire. Verdammt! Deine Gebete bleiben unbeantwortet, als du von einem Pfeil getroffen wirst. Als du aufblickst, siehst du Räuber näher kommen. Zwei Monsterkarten und eine Gesundheitsverlustkarte. Gegen Magier und gegen Staub. Und 10 Gesundheit pro Fluch. Und wir haben hier einen Fluch aktiv.
Aber wir haben eine Axt, deswegen kriegen wir Gesundheit. Wir sollten also bei unserer Waffenwahl darauf achten, dass wir eventuell die Axt beibehalten. Wobei unser Deck hier eigentlich nur aus Schwertern besteht, abgesehen von dieser Standard-Axt. Ah, wir werden sehen. Und hepp, und hepp. Himmel! Oh, die bessere Rüstung geht ja. Das heißt, wirklich, je mehr Dresche wir kassieren, desto mehr Dresche können wir austeilen. Wir haben so viele Lebenspunkte verloren. Ah, fuck. Du rettest, was zu retten ist, und machst dich weiter auf den Weg aus der Wüste. Zwei Gewinnkarten. Wir kriegen 5 Rationen. I'm sure you're grateful for that. Und 15 Gold. Bisschen Gesundheit wäre schön gewesen. Aber wir haben nicht das Zeichen gekriegt. So ein Scheiß. Okay. Hilfreicher Priester hilft den Einheimischen, fehlt im Sumpf. Alles etwas, was ich nicht haben wollte. Wir begeben uns durch den Höhleneingang. Da ist ein reisender Juwelier, für den wir aber nicht allzu viel Gold haben. I have sat where you sit now. The game, though, the game is very different. I doubt even I would have reached this point. Ich gehe jetzt mal erstmal nach rechts. Edler Händler. Ein Edelmann kommt dir auf einem Streitwagen entgegen, während du durch die Straßen von Stiegal wanderst. Er bemerkt dich und hält an. Du, der Bauer, ich wünsche deine Rüstung als Geschenk für meinen Neffen zu kaufen. Er ist etwa von deiner Statur und findet gelegentlich Spaß an einem guten Kampf. Weg ist es. Blutauktion. Das da oben sehe ich nicht, will ich aber auch gar nicht. Fehlt im Sumpf. Ah, ich denke, in dieser Runde machen wir es uns jetzt etwas einfacher und lassen jetzt mal ein paar Sachen aus. Und nein, ich weiß nicht, wie der Level aufgebaut ist. Das ist alles zufällig. You do not seem to have the temperament for friends, even in the animal kingdom. Da sind die zwei Händler. Okay. Na, wir gehen jetzt, würde ich sagen, mal rechts rum. What brings you to play the game? Der Altar. I know you will not tell me. Like all the rest, you are silent. Auf einem verlassenen Hügel in fernen Landen entdeckst du einen alten Altar. Die Götter der alten Religion sind mächtig, doch wann sie ihre Gunst gewähren, ist unberechenbar. Möchtest du am Altar beten? Ich kann mir jetzt eigentlich nicht allzu viel vorstellen, was da Schreckliches passieren könnte. Ich erinnere mich aber daran, dass wir die Karte schon mal hatten. Ich drücke auf Ja. Erfolg! Auf den Knien flehst du die Götter an, dir bei deinem Abenteuer beizustehen. Ein fernes Donnern und ein Blitzschlag sind die Antwort auf dein Ruf. Bei jedem Treffer teilt der Spieler 2 mehr Schaden pro erhaltenem Segen aus. Das hat sich doch gelohnt. Geist des Meeres. A challenge for you and a token if you succeed. Ja toll, die lässt mich ja nichts machen. Wir kriegen nur einen Fluch.
I worked long and hard to make that particularly painful. Okay, wir werden langsamer durch die Menge an Gold. Tolle Karte. Fehlt im Sumpf. Okay, jetzt werden wir Sachen benutzen. Without a clue. This is a chance to learn how valuable your equipment can be in the right circumstances. Du verirrst dich in einem Sumpf. In alle Richtungen siehst du nichts außer trüben Wasser, knorrigen Bäumen und Nebel. Du hörst Bewegungen und kannst undeutlich eine menschliche Gestalt im Nebel ausmachen, die dich herbeiwinkt. Du wartest durch das trübe Wasser auf die Gestalt zu. Als du näher kommst, siehst du, dass es nur ein Baum ist, an dem ein alter Ast abgebrochen herunterhängt und im kalten Wind hin und her schaukelt. Der neblige, nasskalte Wald, der dich umgibt, ist gespenstisch ruhig, als du dir mühevoll deinen Weg durchs Wasser bahnst. Ich habe keine Ahnung, wo was sein soll. Wow. Du bist angenehm überrascht, als du, ohne es zu wissen, ganz nah am Rand des Sumpfs warst. Huh. Das war extremes Luck. Nee, Herr Leo, ein Schild habe ich schon. Das ist dann okay. Wir gehen aus der Höhle raus. Caverns. One cannot hope to find adventure without a little delving now. Ja. Nee, Quatsch. Hä? Höhlenausgang? Betrete die Höhle? Lol. Ja, wir gehen auf den nächsten Teil. Da ist ein Laden. Did you expect me to tell your fortune? No. A fortune teller is at their most base and despicable when they begin to believe their own lies. Of course, I am different. My powers are genuine. Ach, gehen wir mal nach rechts. Die heilige Schmiede. So sad. Wir haben leider kein Erz. Das hatten wir noch im Deck drin. Das haben wir bis jetzt noch nicht gefunden. Oh, die Echsenkuppel. Fight the Lizardmen, if you will. But proceed with caution. They are smarter than they appear. Eines Nachts gerätst du in die Gefangenschaft von Echsenmenschen, die dich zu ihrem König bringen. Du musst wählen, gegen wen du in ihren untergebenen Arena ganz ohne deine Ausrüstung kämpfst. Pest, auf jeden Fall. Ich hasse Lava-Golems. Erstmal den lustig kosten. So. Das wäre auch erledigt. Der Echsenkönig kehrt zurück und gewährt dir eine Belohnung, bevor er deine Ausrüstung zurückgeben lässt. 4 Gewinnkarten. Wir kriegen eine Ausrüstungskarte. Unheil der Toten. Take it. Auch wenn es keine Axt ist, aber wir halten 10 Gesundheit. 15 Gold. Und 3 weitere Rationen. Das wird helfen. Auf dem Weg zurück zur Oberfläche siehst du Käfige mit weiteren menschlichen Gefangenen, die darauf warten, in der Arena zu kämpfen. Eieieiei. Wir könnten versuchen, die zu retten, aber die Karte hatten wir ja schon vorher und da ging es übelst in die Hose. Nee, es tut mir leid, ich werde euch leider hier lassen müssen und auch das Zeichen kriege ich jetzt nicht. Das wird also eine sehr ungewinnbringende Runde.
die Krakensekte. We play for a token now. Deine Informationen führen dich durch Sümpfe und Moor in Länder, die in dickem Nebel, Verfall und Zerstörung anheimgefallen sind. Du riechst das Feuer lange, bevor du es sehen oder hören kannst. Zweifelsohne erwartet dich etwas wahrlich Absonderliches. Warum nicht? Da niemand dir Beachtung schenkt, ist es nicht schwer, dich dem Ritual zu nähern. Zwar ragt die hellbrennende, riesige Krakenstatue über dem Geschehen, doch als du dich näher heranschleichst, bemerkst du, dass unter den versammelten Echsenmännern eine gewisse ausgelassene Stimmung herrscht. Jetzt wird's schwieriger. Stundenlang bleibst du versteckt, bis sich das Ritual dem Ende neigt. Schließlich gehen die Echsenmänner auseinander und lassen nur glühende Asche als Beweis ihres Tuns zurück. Hätte ich sie unterbrechen sollen? Nein. Die Karte macht irgendwie keinen Sinn. Oh, Fluss. Dein Weg wird von einem Fluss durchkreuzt. Das Wasser ist klar, doch die Strömung stark. Wir versuchen natürlich, den Fluss zu durchqueren. Ein enormer Erfolg. Deine leichte Rüstung macht das Durchqueren des Flusses leicht und du hältst an, um noch nach einigen glänzenden Steinen im Flussbett zu tauchen, die vielleicht ein paar Münzen einbringen. Wir kriegen eine Goldgewinnkarte. 15 Gold. Auch nicht schlecht. Als wir am anderen Ufer ankommen, setzt du deine Reise fort. Als ich. Als du. Wie auch immer. Die Liebenden. An innocent moment, never to be repeated. In der Stadt Stiegall triffst du auf einen jungen Mann, der einer jungen Dame am Fenster... Halt mal die Klappe! In der Stadt Stiegall triffst du auf einen jungen Mann, der einer jungen Dame am Fenster ein Liebeslied singt. Als du dich näherst, beendet er sein Lied und dreht sich zu dir. Meine Liebste und ich möchten heiraten und die Stadt verlassen, doch ihr Vater verbietet es. Er ist der Meister der Gilde, ein mächtiger Herr mit vielen bewaffneten Männern unter seinem Kommando. Ich habe dich in den Arenen kämpfen sehen. Willst du uns helfen, aus der Stadt zu fliehen, damit wir glücklich vereint leben können? Schwierige Entscheidung. Das war natürlich extrem arschig. Noch arschiger. Warum nicht? Sei gesegnet, Fremder. Triff uns hier wieder um Mitternacht. Bringe an Waffen, was du besitzt. Untote, die den Spieler für sich angreifen, erleiden Selbstschaden. Auch nicht schlecht. Stunden später kehrst du zurück. Der junge Mann und die Frau verstecken sich bereits in den Schatten. Wortlos führst du sie durch die Stadt. Choose from these options. Verdammt! Ihr schafft es bis zum Stadtrand, bevor eine Stimme aus der Dunkelheit ruft: Wer ist da unterwegs? Das sind die Männer meines Vaters, ruft die junge Dame und flieht. Ihr Liebhaber folgt ihr und lässt dich allein mit den Wachen fertig werden. Staub 2. Damit kann ich. Also dagegen kann ich arbeiten. Und hallo! Aha. Und Patsch. Mitten auf die 12. Ja. Nach dem Kampf ist von den jungen Liebenden keine Spur zu sehen. Du machst dich schnell fort, da mehr bewaffnete Männer von allen Seiten hinzuströmen. Okay, wir haben aber trotzdem das Zeichen der Karte gekriegt, also voller Erfolg. Schauen wir mal, was der Laden für uns bereithält. Bis jetzt läuft's ja noch gut. Ach,
Migration brauchen wir jetzt nicht. Klärenden Eisstoß zu erschaffen, das klingt nett. Schild des Skelettkönigs. Drücke rechte Taste, um Geschoss abzuwehren. Und er kann betäuben. Abwehren konnte und der kann betäuben. Warum nicht? Steal the wealth of the dead. Hardly a noble approach. Ja, den möchte ich auch ausrüsten. Und höhere Bewegungsgeschwindigkeit klingt jetzt eigentlich auch nicht schlecht. Ja, und vor allen Dingen, wir haben jetzt kein Gold mehr, das heißt, wir werden eigentlich nicht mehr verlangsamt. Wir haben hier so ein paar Sachen, aber das braucht jetzt kein Mensch. Wie viel kosten denn Rationen? 30, okay, oder 4. Wir können unsere alte Rüstung verkaufen für eine Ration. Das werde ich jetzt noch tun. So, und wir können jetzt den Laden verlassen, denn jetzt sollten wir relativ gut ausgerüstet sein. Und wir müssen jetzt den ganzen Weg wieder zurück. 1, 2. Hä? Ach so, die müssen wir... das ist ja gemein. Ha! Schon wieder. Wir kriegen eine weitere Goldgewinnkarte. Für 3 Gold. Wow. Wow. Amazing. Wir werden weiterziehen. Höhlenrettung. Who can resist the cries of a damsel in distress? Wirst du auf eine nahegelegene Höhle aufmerksam. Im Inneren siehst du eine junge Maid, die von Piraten gefangen gehalten wird. Und wir dürfen gegen Magier und Magier kämpfen. Natürlich greife ich die an. Ich muss um mein Leben kämpfen. Das muss ich schon die ganze Zeit. Nichts Neues. So. Jetzt sind wir so langsam mal etwas ausgerüstet, um Spaß zu haben. Der Schild macht Laune. Boom. Die Schild-Schwert-Kombo hat echt was drauf. Du nimmst den Piratenschatz an dich. Ziehe 3 Gewinnkarten und das Zeichen geht uns. 10 Gold. Maximum 5 Gesundheit mehr und 10 Rationen. Okay, das ist noch okay. Das Zeichen gehört uns. Danke. Der Leiterausweg. Und wir klimmen die Leiter. Da oben sind 2
Händler, okay, das merke ich mir. Beziehungsweise muss ich mir nicht merken, die sind ja aufgedeckt. Und auf dieser Ebene werden wir dann scheinbar auch den Boss treffen. Wir haben nicht allzu viel Gesundheit. Das sollten wir hoffentlich noch auffüllen können. Golem-Angriffstrupps. Meistere diese Herausforderung dreimal in einer Sitzung, um sie aus deinem Deck zu entfernen. In einer mondhellen Nacht siehst du eine Gruppe Golems auf dem Weg, eine weitere menschliche Siedlung anzugreifen. Die Erde kommt zu Leben. Animated by its desire to respond to the threats of man. Uhu. Du stürzt dich in den Kampf. Die Golems sind fies, die explodieren. Und da hat man es gerade gesehen! Aua! Wir sollten flink ausweichen. Ich glaube, wir haben einen besiegt, oder? Wir haben einen besiegt! Komm her, komm her! Huh. Heieieiei. Wir haben aber nicht mehr viel Gesundheit. Ich glaube, wir gehen kurz hoch zum Heiler. Die losen Steinhaufen und das Feuer um dich herum sind ein guter Anfang, um diesen Kreaturen einige Lektionen zu erteilen. Einige einheimische Dorfbewohner geben dir zum Dank Rationen. Gib mir Gesundheit, verdammt! Was ist das? Ich gehe jetzt nach oben. Again, a token is at stake. Nein. Das Token kannst du behalten. Die Tante ist fies. Und vor allen Dingen mit meiner niedrigen Gesundheit komme ich da nicht mal so weit, wie ich es gerne würde. Nämlich auch nur in die Nähe von einem Sieg. Schauen wir mal, ob wir was verkaufen können, um dann eins weiter rechts. Was haben wir hier? Oh nein, unsere Waffe werden wir nicht verkaufen. Die Rüstung ist recht nicht. Okay, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und den normalen Schild brauchen wir auch nicht. Ja. Können wir hier vielleicht irgendwas Tolles kaufen? Das klingt gut. Würde aber unser komplettes Gold kosten und ich könnte mich nicht heilen. Aber wir haben noch genug Rationen, um zwischen diesen beiden Läden ständig hin und her zu räumen. And you're ready to take on the world. So, und ich würde mal schauen, ob das reicht, weil wir können uns jetzt sowieso nicht mehr heilen. Und hepp, und hepp, und hepp. So, jetzt sind wir wieder bei 68 noch einmal. Jetzt sind wir bei 80, damit kann ich arbeiten. Jetzt finden wir Erz. Super. Ich gebe dir Glücksbringer. Von mir aus. Verehrt im Sumpf.
Wir verändern uns schon wieder. Und wir haben zwei Monsterkarten. Staubbube und Staub. Gegen die können wir anstinken. Das ist kein Problem. Attacke! Viele Gegner. Ich sollte nicht so. Und du bist besiegt. Wir haben kein Gold, was uns verlangsamt. Und nur noch 54 Lebenspunkte. Okay, wir sind jetzt bei 110. 15%. Und eine Ausrüstungskarte. Donnerschlag. Jeder Schlag fügt Blitzschaden zu. Drücke 1, um sich um dich herum der Blitz einschlägt. Okay, aber Unheil der Toten finde ich eigentlich cool. Er fügt Feuerschaden bei Schlägen gegen Untote zu, drückt ganz um alle untoten Feinde. Wir haben jetzt aber keine, wir haben diese Schuppen uns gegenüber. Und das ist keine Axt, also bringt uns das auch nicht wirklich weiter. Nee, das rüsten wir jetzt nicht aus. Wir können es notfalls nochmal überdenken. Wir finden nach einem Tag einen Weg aus dem Sumpf. Schön. Ich will noch etwas Gesundheit. Darlehen. In einem geschäftigen Marktstädtchen wirst du von einem Händler angesprochen, der kurz davor steht, sein Geschäft zu verlieren. Leih mir doch bitte so viel Gold, wie ich benötige. Ich habe noch nicht mal 10 Gold. Tut mir leid. Der Kraken entfesselt. Okay. The secrets of your memories, you'll gain new cards. Some you'll wish you'd left Inmitten untouched. Halt die Klappe. Inmitten einer Überfahrt übers Meer wird dein Schiff gebremst und bleibt schließlich stehen, obwohl der Wind weiter die Segel aufbläht. Du bemerkst den Gestank von verrottertem Fisch, kurz bevor die Fangarme an den Seiten des Schiffs hochschießen und auf den Deck landen. Du wirst von einem Kraken angegriffen. Okay. Dramaturgische Pause. Ich wüsste nicht, wie ich dich besiegen kann, deswegen werde ich jetzt erstmal ausweichen. Okay. Da wollen die Leichen runter.
Ich verstehe den Kampf nicht so ganz. Aua. Aua. Ich verstehe den Kampf nicht. Ich verstehe den Kampf sowas von nicht. Mehr Anweisungen. Aua. Und wir sind tot. Wie sollen wir diesen Kampf bitte bestehen? Ernsthaft. Wir waren so kurz davor, wahrscheinlich wäre die nächste Karte sogar noch unser Boss gewesen. Aber wie soll man diesen Kampf bezwingen? Gegen den Kraken, Gottverdammt. Halt die Klappe. Wütende Echsenmenschen, ja, super. Und Höhlenzuflucht, okay. Also das ist wirklich eine Karte, wo ich mir denke, what the fuck? Was haben sich die Entwickler dabei gedacht? Okay, gegen den Kraken zu kämpfen, das passt wahrscheinlich in die Story, ja. Aber keinen einzigen Anhaltspunkt zu geben, wie man gegen den bestehen kann. Auch gegen die Todlose. Da kannst du draufhauen stundenlang und die geht nicht tot. Oder ich mach's wirklich falsch, aber mehr als draufhauen kann ich ja nicht. Also da wären wirklich meiner Meinung nach noch irgendwelche Tipps mal erforderlich oder zumindest so ein kleines Overlay von wegen hier, du solltest vielleicht mal versuchen, sie von hinten anzugreifen oder sowas. Irgendeinen Tipp, weil das eben war gerade scheiße. Ein Kraken, der einfach auf dich draufhaut, von unten neue Ads spawnt, also diese Gegner, die kleineren, aber im Prinzip weißt du nicht, wie du den Kraken selbst bezwingen sollst oder ob du dich überhaupt auf den Kraken konzentrieren sollst. Entschuldigung, dass ich losrennte, aber ich bin sauer. Weil wir sind jetzt so weit gekommen, obwohl wir vorsichtig waren und... Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. In der nächsten Folge werden wir also nochmal diesen Level betreten und hoffentlich dann gewinnen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Ciao!